Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Heute wird Zeit für ein paar Rematches. Alle Arenen werden nochmal neu herausgefordert. Denn das ist genau das, was wir tun sollen. Damit irgendwie in der Schule so ein Turnier stattfindet oder sonst was. Und ja. Hallo, mein Name ist Rona und ich bin die Inhaberin der Konditorei Mugosi. Oh, du bist es ja. Sag bloß, du bist der frisch gebackene Champ, der gerade in aller Munde ist. Genau, ich bin der neue Champ. Juhu, ich lag also gold richtig, aber du warst ja auch sehr stark, Maike. Meine Leckereien schienen dir damals also auch geschmeckt zu haben. Jemand mit so gutem Geschmack muss einfach jede Menge Potenzial haben. Was sagst du noch, du schaust im Auftritt zu Top Shines bei mir vorbei? Die Arena-Inspektion, oh je, die hätte ich ja ganz vergessen. Puh, ein Glück, dass ich zufällig gerade hier bin, um meinen Mitarbeitern Kuchen vorzubringen. Gut, dann gib mir doch bitte mal eine Kostprobe von deiner Stärke als frisch gebackener Champ. Können wir machen. Hey, das war doch Spaß. Hier kann man aber nicht gut kämpfen. Gehen wir lieber woanders hin. Zum Glück müssen wir nicht die ganzen Prüfungen nochmal neu machen, sondern nur die Kämpfe. Plus die Kämpfe sind jetzt viel schwieriger. Denn ihre Pokémon sollten jetzt ungefähr auf meinem Level sein. Ich kann da nicht ein bisschen overlevelt bin. Weil ich bin ja knapp Level 70 jetzt und sie wird wahrscheinlich wieder 65 zu sein, aber... Ne, sie ist sowieso nicht schwer, denke ich. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, mit wie viel Wucht du den Olivenball getrollt hast. Man hätte fast meinen können, du wärst zum Typ Kampf Terra kristallisiert. In wie vielen Arenen hattest du damals vor meiner schon vorbeigeschaut? Von der Akademie ist es nur ein Mauzi-Sprung zur Moldred Arena, also schauen viele Trainer zuerst bei uns vorbei. Deshalb hat mich der Top-Champ auch gebeten, die Herausforderer ein wenig in Zuckerwatte zu packen, wenn du verstehst, was ich meine. Das war lieb, aber meine Gegner-Pokémon haben deswegen ganz schön oft im Kampf das Nachsehen. Sie tun mir richtig leid, die Armen. Umso dankbarer sind wir also für Gelegenheiten wie diese, wo wir uns nicht zurückhalten müssen, sondern richtig auf den Putz hauen dürfen. Dann werden wir dich jetzt schon mal schonungslos zum Mürbeteig verarbeiten. Dann let's go! Ihre Käfer-Pokémon haben sich nun entwickelt. So wie es auch sein sollte. Und wir haben zwei Pokémon, die easy die alle killen können. Heute gibt es eine bittere Niederlage für dich. Fang bitte schön zu weinen, okay? Ich werde schon nicht weinen, keine Sorge. Und ja, ich lag richtig mit den Leveln. Aber 65er Dreh sollen die alle sein. Wir werden ein bisschen drüber sein. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, die Kämpfe werden sowieso nicht schwer sein, weil für diesen Kampf zum Beispiel habe ich Takoko und zu Titan. Also eigentlich ist es jetzt ganz egal, wenn ich einsetze. Ist vollkommen egal, beide sollten one-shotten. Obwohl bei Titan bin ich mir nicht sicher. Bei Takoko auf jeden Fall, aber Titan, ja, ist nicht sehr effektiv. Ich habe gerade an Pflanze gedacht und nicht an Käfer. Okay, das war meine Schuld. Ja, das gebe ich zu, das war jetzt meine Schuld, weil ich nicht richtig gedacht habe. Aber generell, ich denke, die Rematches werden nicht schwer. Das ist meine Vermutung, meine Einschätzung. Deshalb habe ich sie auch vor, in so 2-3 Folgen fertig zu kriegen. Springt daneben, verletzt sich. Ja, okay, ciao. Tschüss. Weil ich Typ Geist bin, kann mich die normale Attacke nicht treffen. Nice. Oh, das Ding wird explodieren, wenn wir es nicht schnell entzünden oder so. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Ich meine, müsste sich eigentlich explodieren, wenn ich jetzt Flammen reinsetze, aber... Es explodiert weniger. Robustheit. Aber zum Glück setzt es nicht Explosion oder Finale so ein. Zum Glück. Und so, wegen meinem Stuhl. Ich weiß, der quietscht immer rum. Bipaboom, I know. Bom, bom. So, ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe wir theoretisch in einer oder in zwei Folgen hinkriegen könnten. Vielleicht 4 in einer Folge und 4 in anderer Folge. Das wäre am coolsten, aber ich schätze eher so 3-3-2 oder so. Das ist meine richtige Einschätzung. Weil die könnten schon noch ein Stückchen dauern, die Kämpfe. Tatsächlich. Und Scaraborn ist einfach auch nur ein Käfer. Kampf, Pokémon, ich weiß nicht, auf jeden Fall Käfer. Kampf, maybe. Oder Flug, maybe. Oder... Ich weiß es nicht mehr. Spinsidias. So, wenn man ein Käfer-Pokémon, das ist eine Spinne. Das ist das neue Pokémon. Achso. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch nur Typ Käfer, oder? Ich glaube, es ist nur Typ Käfer, aber vielleicht liege ich auch falsch. Und verdammt! Du nervst! Schutzschild ist eine super nervige Attacke. Hört auf, es einzusetzen! Es nervt! Ja, deine Falle funktioniert nicht.
Dann da steckt da keine Taktik dahinter, hinter der Falle. Dann bringt sie auch nichts. Ha? Und vor allem die ersten beiden Arenen werden jetzt komplett weggesniped von mir. Und schau mal, hat sich entwickelt. Der Typ Käfer steht für viel Durchhaltevermögen. Der Sieg ist nur einen Sprung entfernt. Und ja, die haben jetzt 6 Pokémon, aber nicht, dass es sich irgendwas ändern würde in der Situation. Also die 5 Pokémon sogar nur. Pff, ist ja noch schlimmer. Mein kleines Bärchen schlüpft aus seinem Kokon und breitet die Flügel aus. Ja, wie wir kennen, ne? Wir es wissen. Bären haben Flügel. Wissen wir alle. Bam! Oh yeah! Käfer-Ursaring. Und ich mag seine neue Animation von Ursaring. Dass es nicht einfach nur so rumsteht, als wäre es ihm langweilig. Sondern dass er so bedrohlich seine Hände vor sich hat, als würde er mich gleich angreifen wollen. So wie jetzt gerade hier, habe ich angegriffen. Gewonnen. Oh wow. Too easy for me. Chillig. Brillig. Ja, was würde man in diesem Spiel nur ohne einen Feuer-Pokémon tun, ne? Direkt einfach verraggen. Das sieht wirklich als. Was sich wirklich als etwas ganz Wunderbares entpuppt. Okay, danke. Danke. Kann ich jetzt zum nächsten Arena? Das war beeindruckend, du da ab. Du stehst im Top-Champ echt nicht in nichts nach. Ha, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie Honig süß an den Niederlagen schmecken kann, wenn man sich endlich mal austoben durfte. So langsam glaube ich, dass es niemandem hilft, wenn man es Herausforderern allzu leicht macht. Meister Koch Kombu hat mir schließlich auch dazu geraten, meinem Gebäck eine eigene Note zu verleihen. Ja, das werde ich schon nun dann auch mit meinen Kämpfen tun. Hm, und wenn Trainer dann darüber jammern, dass meine Arena zu schwer geworden sei, dann erkläre ich ihnen, dass man hin und wieder eine bittere Note im Leben braucht, um die süßen Seiten richtig schätzen zu können. Also dann, wir sehen uns. Ciao. Dum, 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 dum. Dann auf zum nächsten Arena-Leiter, den wir dann auch wieder zerstückeln werden, genau so wie sie. Guck, wie das klingt. Oh yeah. Okay, die zweite Arena müsste dann hier sein, die Pflanzen-Arena. Ja, genau das, für die Leute, die sich nicht mehr erinnern, können wir nicht reinfangen, das war. Erste Arena anfällig gegen Feuer, zweite Arena anfällig gegen... Ja, Feuer! Alles gechillt, alles easy. Es lebe die Avantgarde. Maike, ein Name allein ist bei dir nicht ausreichend. Ich werde dich fortan Künstlerseele Maike nennen. Maike reicht schon. Pff, na, daneben nicht. Ist ja auch völlig unwichtig. Ist ja völlig wurscht. Das einzige Wichtige ist die Kunst. Seit unserem letzten künstlerischen Wettstreit habe ich mir oft gedacht, dass wir das unbedingt mal wiederholen müssten. Tausend Küsse an Mutter Natur, dass sie deine Schritte ein weiteres Mal zu mir gelenkt haben. Eigentlich war für heute noch ein Treffen mit dem Top-Champ angesetzt. Doch das streiche ich ganz flink aus meinem Terminkalender. Weg damit! Lass uns stattdessen doch lieber über Kunst philosophieren. Nein. Du bist ein Vertreter des Top-Champs? Habe ich eigentlich gar nicht gesagt, aber okay. Na, soll mir recht sein. Sage ich euch, dass die Gelegenheit zu einer künstlerischen Kollaboration mit dir bekommen ist, wie jeder Grund gut genug. Also, Maike, bist du bereit, mit mir das Tor zu zauberhält, der Kunst weit aufzustoßen? Okay. Das lebe die Avantgarde. Bewegen wir uns zu meinem Atelier. Okay. Sonst hat man dann so ein Fluras, die du überall rumfliegen hast. Schau nur, Maike, das ist die Windmühle von Boladin. Ist nicht beeindruckend? Mit ihren Flügeln fängt sie den Wind, der durch Paldea weht. So dreht sie sich gemächlich und doch kraftvoll. Wenn ich meine Kämpfe mit einem Sprung von dort oben antrete, gewinne sie an Gewicht und Bedeutung. Will sie das sagen? Wusste ich doch, dass du meine Gedankengänge verstehst. In puncto Kunst liegen wir eben auf einer Wellenlänge. Ich denke, ich kann diesmal auf den Auftritt verzichten und meine Sprunggelenke schon. Dieser Kampf verspricht auch so, mein größtes Meisterwerk zu werden. Doch genug der Worte. Expressive Künstler wie wir zwei müssen keine langen Reden schwingen lassen. Wir Taten sprechen. Bühne frei für unser gemeinsames Kunstwerk. Bist du bereit? I guess. Piu, 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 piu. Kolso, Kolso. Lolso, Leute. Entspann dich mal ein bisschen, ja? Süßes kleines Rassella. Sehr süß. Siehst du es schon vor dir, das Kunstwerk, das wir gemeinsam schaffen werden, Maike? Das ist ein bisschen wie Rohan, hab ich das Gefühl. If you know, you know. Mehr sag ich dazu nicht.
Ja, eigentlich kann ich jetzt jemanden Feuerpokémon spammen. Hier kann ich jetzt auch den Titan benutzen, theoretisch, aber ich habe so spät dran gedacht. Jetzt habe ich schon mal Feuerpokémon gewonnen. Was soll's? Who cares? Was soll's? Pop! Ja, wie fandet ihr... nee, mir fallen keine Fragen mehr ein zum Spiel, ganz ehrlich. Eigentlich, innerlich muss ich sagen, bin ich eigentlich schon durch mit dem Spiel. Ich meine, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt noch 8 Rematches und dann... keine Ahnung, eventuell noch dieses Turnier, was sie davor haben, falls das möglich ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gespoilert habe, aber Spoiler, das Spiel wird ein DLC bekommen am Ende des Jahres. Und ja, dann wird es wieder weitergehen mit dem Spiel und bis dahin sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Weil, was wird jetzt noch kommen? Das, was ich gerade gesagt habe und mehr nicht. Deshalb, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe einiges geplant für dieses Jahr. Na, wir haben ja jetzt 2023. Und ich freue mich schon mal drauf, wenn ich euch alles zeigen kann. Aber alles mit der Zeit. Level 70! Ja, wie gesagt, alles mit der Zeit, alles mit der Zeit. Alles entspannt, alles gechillt, alles easy peasy. Ja. Wir wollen hier ein bisschen gechillt durch das Spiel durchgehen. Ich glaube, wir schaffen sogar 4 Kämpfe in dieser Folge. Lass mich anstreben. 4 Kämpfe in einer Folge. Ich habe einiges im Spiel nicht gemacht hier. Ich habe nicht jeden einzelnen Fleck besucht. Obwohl ich es eigentlich einmal schon vorhatte. Aber finde ich irgendwie langweilig. Und hier ist übrigens Ulithena. Die Weiterentwicklung von dem Oliven-Pokémon als Netzentwicklung. Ja, es ist einfach so ein Baum. Von der vom Schatten her sieht es aus wie so ein Feuer-Pokémon. Aber nein. Das ist einfach ein Baum, ein Olivenbaum. Ja, wenn man es mag. Ich finde es meh. Ja, genau. Ich habe mich hier in einzelnen Fleck besucht. Ich habe mich hier in einzelnen Trainer besiegt, wo ich das eigentlich vorhatte. Aber ich dachte mir, das streckt das Spiel so sehr raus. Und dann irgendwie kein Bock. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich meine, so schlimm ist das Spiel jetzt auch nicht, aber... So viel Bock habe ich jetzt auch wieder nicht. Whatever. Whatever. Da kommt Mogelbaum. Und da kann ja ausnahmsweise mal so Titan den Endspurt machen hier, ne? Das kann ja ausnahmsweise so Titan machen. Dieses Werk soll zeigen, dass die Dornen in einer Hose so hartnäckig sind wie ihre Wurzeln. Ist das so? Ja, ist das so? Wow. Dann wollen wir das mal sehen. Die Menge soll bekommen, wonach sie sich sehen. Ich präsentiere von der Mogelei zum Baum 2. Electric Boogaloo. Oder soll ich eher sagen, Pflanzen-Boogaloo? Nein, Kreuz, das sollst du nicht sagen. Das war unlustig. Das war cringe. Kann Mogelbaum überhaupt noch irgendwas sehen? Das ist ja der kommt in seine Augen. Oder? Irgendwie schon. Sprichst du Gras, folge meinem Wunsch und wachse wild heran! Weg breiter! Aua, das war nicht nett! Dafür kriegst du einen aufs Maul! Oh yeah! Bow, oh wow! Klatsch! Gewonnen! Easy! Jetzt die nächsten paar Rennkämpfe könnten schwieriger werden. Aber ich denke trotzdem nicht, dass wir Probleme haben werden. Ich denke es trotzdem nicht. Das war avantgardistisch! Okay. In der Hitze des Gefechts gleich so einer originalen Abstufung schillernder Farbtöne in konstanter Bewegung. Nennst du mich ein Shiny? Ungestüm und sanft zugleich die Verkörperung eines nicht in Worte zu fassenden Kontrastes. Ich ziehe den Hut vor dir. Der Kampf ging nicht verherrlich erquickend. Er rief mir ins Gedächtnis zurück, wie ich mich einst fühlte, als ich zum ersten Mal von der Muse geküsst worden war. Was? Oh mein, da hatte ich vergessen, dass du ja wegen der Infestation hier bist, ne? Naja, das ist mir einerlei. Berichte dem Top-Champ ruhig, was ist passiert. Ja. Für mich sind einzig ein anderes Wort, das mit Insp beginnt, nämlich die Inspiration. Und dieser sprudelt gerade nur so aus mir.
die Gunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldigung, aber ich musste mich sogleich an mein neues Werk setzen. Okay, entspann dich mal, Bro. Chillax, alles easy, Bruder. Yeah. Direkt weiter mit der nächsten und ihr wisst alle, Enigmara mochte ich von allen am meisten, einfach weil ich sie am lustigsten fand. Ich hatte mega den Lachflash hier bei ihr. Fast schon so viel bei wieder bei den bei der Szene mit dem Direktor und dem Wort Cringe. Das war auch mega lustig. Du bist gefangen in meinem Elektronetz, Top Chap. Wer ich bin, fragst du? Nein, Enigmara natürlich. Hallo, ciao und hallöle. Hä, Moment, du bist ja gar nicht Sagaria. Ich bin Vertretung. Bitte was? Du bist gerade erst Champ geworden und darfst schon den Top-Champ vertreten? Aber du hast doch gefühlt erst gestern deine Arena-Prüfung abgelegt. Zapplerantastisch. Das heißt wohl, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Collab mit dir. Alles klaro, dann weiß ich Bescheid. Da du als C-Vertreterin zur Inspektion nimmst, werde ich, Enigmara, dir mal so richtig zeigen, wo es lang geht. Wie sieht's aus? Hast du Lust, in einem Fight mit mir alles zu geben? Klar doch. Dafür bin ich hier. Jawohl! Auf, jetzt geht's ins Spotlight! Okay. Ich weiß, manche nervt die Stimme, aber ist es mir egal? Ich hab die Stimme für sie rausgesucht. Also egal. Ja? Okay, macht da coole Posen. Meine lieben Zuschauer von Enigmara TV, holla, ciao und hallo, hier ist eure Enigmara. Heute haben wir einen fluffig frisch gebackenen neuen Champ zu Gast, Maike. Maike, wusstest du, dass du bei unseren Inhalten das brandheißeste, topaktuellste Gesprächsthema bist? Ich erinnere mich noch an deine Arena-Prüfung, sie war so elektrisierend, dass es gekribbelt hat. Ob das Video wohl viral geht? Ich kann es kaum erwarten, die Zuschauerzahlen steigen zu sehen. Ah ja. Jetzt soll doch schnell die Kameraposition anpassen. Okay. Lassen wir unsere Zuschauer nicht mehr warten. Zeit für unseren Fight. Ihr werdet nicht glauben, wie sehr sich Einhalterin Enigmara ins Zeug legt. Bin ich mal gespannt. Gegen Enigmara. Mit Voltrien. Und das Ding. Hat schon was drauf. Leute, das mache ich ernst. Das war eine Premiere. Später klotzt er weit auf wie ein Magnetilo. Aha. Ja, Kilowattre ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach zumindest. Ist halt ein Elektro-Vogel-Pokémon, ne? Was soll ich sagen? Es ist halt genau das, was man denkt, was es ist. Genau. Und ich hab halt ein Eis-Pokémon gegen dich. Bitte mich schneller, ich bin nicht schneller. Hey, das war viel zu viel Damage. Hi-ya. Immerhin geht es one shot down. Nice. Vampitz ist das Ding. Und da kann ich eigentlich ja mal mein Super rausholen. Außer, ich denke jetzt falsch, aber ich denke, mit Erdbeben könnte das Ding doch schnell K.O. gehen, oder? Aber vielleicht denke ich ja wirklich falsch. Muss ich mal schauen. Rampage. Hallöle. Doch, Erdbeben. Sehr effektiv. Habe ich richtig gedacht. Ja, danke. Bringt nur nichts. Weil ich bin schon full hier, aber trotzdem danke. Bam, bam, bam. Leider kein One-Shot, denn das Ding überlebt einfach so. Krass. Und, aua. Was denkst du, wer du bist? Bam. Okay. 2 von 5, Pokémon, I guess. Down. Ich denke, super kann den ganzen Tag ganzen Kampf hier carry, in Deutsch. Schaut mal, Luxra, das habe ich in Shiny. Hihi. Cool, oder? Ich weiß, hat niemand von euch gefragt, aber. Ich darf trotzdem flexen, okay? Auch wenn es ihm interessiert. Hey, was sollen die Psychobeißer hier? Die kannst du gerne wieder zu Hause liegen lassen, ja? Oh.
Ja, gut. Ich könnte das hier ja mal ausprobieren. Ob das gut klappt? Oder macht es mehr als Hälfte Damage? Das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ich denke aber, es macht. Nevermind. Au. Schön meinen Top-Trank verschwendet. Für nichts und wieder nichts. Dann musst du jetzt die Rache von Takogro spüren. Fernwurf. Ah. Aber ich mag ja die Mission von Luxal. Die ist auch irgendwie neu, oder? Man weiß, da steht ja nur so rum, aber jetzt ist es so ein bisschen geduckter. Elektroball, das macht Bum Bum, das mag ich nicht, das Ding, wenn es Bum Bum macht. Oh, wie sie da rumtanzt. Na, keine Ahnung. Ich greife voran, Pock. Ich greife voran, bis es explodiert, I guess. Ah, explodiert es jetzt? Nee, tatsächlich nicht. Das will mich lieber angreifen. Nee, doch nicht. Hä? Okay, interessante Attacke auf jeden Fall. Damit kann es nicht von Erdbeben getroffen werden. Aber trotzdem, warum setzt es gegen mich ein, wenn ich ein Feuer-Pokémon bin? Hä? Ich habe keine Bodenattacken. Na, whatever. Tramnagil! Die Geige ist im Rampenlicht. Reicht mal ein bisschen Platz für mich lassen, Maike. Ich will gewinnen. Ich habe nicht viel Zeit. Ja. Komm raus, mein kleines Glühwürmchen, gib mir deinen Geistesblitz, der uns zum Sieg führt. Psst. Okay. Ich glaube, die Animation hier ist schon wieder die gleiche. Ich glaube, generell immer die gleiche. Whatever. Keine Ahnung, was ich jetzt im Thumbnail mache. Außer mittlerweile haben alle Arenaleiter Artworks. Ich versuche immer Artworks in die Thumbnail zu packen, wenn es neue gibt. Manchmal gibt's aber immer noch keine. Wir brauchen ziemlich lange ohne irgendeinen guten Grund. Und das ist weird. Das ist ziemlich weird. Ich glaube, Traumagie hat Schwebe als Fähigkeit. Deshalb Erdbeben wird wahrscheinlich nichts bringen. Bin mir da aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. So, ich mache einen Safe Switch hier an der Stelle. Ja, leider habe ich gegen Mara jetzt nichts Besonderes, was ich jetzt einsetzen könnte. Ich denke einfach, ich setze irgendwas ein. Zum Beispiel unseren Delphi-Man. Der wird da alle platt machen. Oh yeah. Da wird es cringe. Bam. Seht ihr? Genau deswegen habe ich ihn reingeschickt, weil ich weiß, er ist super stark und super schnell. Auch wenn es effektiv gewesen wäre. Nee, warte, er hat doch keine Zutaten. Ist doch zu Typ. Ja, whatever. Ich würde sagen, einen vierten Kampf quetschen wir noch rein, oder? Was meint ihr? Kein Wunder, dass du es ganz bis zum Champ geschafft hast. Danke, Tinos, wie sie so drehen, wie so Entchen über dem Kopf. Ich bin schon etwas enttäuscht, verloren zu haben, aber. Die Zuschauerzahlen von Enigma TV explodieren gerade! Ah, was gibt es Schöneres? Sie könnte weinen vor Glück! Na, hätte ich mir auch denken können. Bei seiner Berühmtheit ist der Andrang halt groß. Ich bin berühmt? Wir sollten öfterweise kämpfen. Aber mach mir jetzt keine Kollegen mit anderen Streamern, ja? Alles Gleiche, dann grüß mit den Top-Champ und lass mich gut dastehen mit deinem Bericht. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr? Enigma natürlich! Ja, sie macht natürlich wieder ihren Livestream hier. Was soll's. Wir haben einen Wasserrennleiter vor uns, der hoffentlich sein Geld mit dabei hat, damit wir das nicht wieder für ihn suchen müssen. Also, ich habe keine Lust, ein Ticket für den Kampf zu ersteigern, wenn ihr wisst, was ich meine. Wasserrennleiter kam wohl als Nummer 4. Ich war irgendwie der Meinung, die normale Arena kam als viertes, aber scheinbar habe ich mich da vertan. Oder man kann es eigentlich in der Reihenfolge machen, wie man will. Die sind alle ungefähr gleich stark jetzt im Moment, aber ich will es in der Reihenfolge machen, wie wir sie gemacht haben. Und ich glaube, damit wäre er als nächstes dran.
hereinspaziert und willkommen in der Arena von Graflosa City. Mein lieber Scholli, wen haben wir denn hier? Ich hatte eigentlich mit jemand ganz anderem gerechnet. Meinst du den Topstein? So, verstehe. Dann hat Sagaria das ja also eingefädelt, wie? Warst du nicht vor kurzem noch dabei, Arena-Orden zu sammeln? Und jetzt bist du schon auf dem Champ-Rang. Mensch, Skinner, wie die Zeit vergeht. Du erinnerst mich irgendwie an Carpador. Anfangs planscht es nur hilflos herum, doch wenn es sich entwickelt, wird es zu einem wahren Meeresgiganten. Was für ein toller Fang du doch bist. Und nun steht die Überfliegerin also vor mir, um mich auf Herz und Nieren zu prüfen. Doch wer, wie ich schon eine Weile ein Restaurant schmeißt, ist es gewohnt, dass die Leute einem kritisch auf die Finger schauen. Gut geplattert. Willst du in einem Kampf herausfinden, ob ich mich auch immer im Fug und Recht einander schimpfen darf? Klar. Das ist Musik in meinen Ohren. Dann komm mal eben mit. Okay, ich komm mal eben mit. Gibt's da doch wieder kostenlos Geld? Nein? Naja. Brauche ich auch nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist diesen Kampf zu gewinnen. Und zwar Dalli. Ich finde es übrigens super nervig, wie lange die Animation dauert bei diesen Fahrstühlen. Wollte ich nur gesagt haben. Seit du für mich dieses Seegras ersteigert hast, reichen mir die Kunden alle Gerichte, in denen ich es verwende, förmlich aus den Händen. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat gezeigt, dass du wirklich das Zeug zum Champ hast. Weißt du, bei meiner Arbeit begegne ich den unterschiedlichsten Positionen. Das da ist von Leuten wie dir, die einer Stromschnelle gleichen, bis hin zu eher behäbigen Menschen, die an einen stillen Teich erinnern. Alles dabei. Wer weiß, wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, bevorzugt da in der Regel Letzteres. Aber nicht ich, denn das wäre mir viel zu öde. Flüsse ergießen sich ins Meer, das Wasser steigt so dann zu den Wolken auf und fällt wiederum als Regen auf die Herde herab. Und so wandelbar wie das Wasser bin auch ich, Kombu, der Koch, der hohe Wellen schlägt. Also los, komm her und überzeug dich selbst. Dann mach mal Hände. Werden wir eine Überfolge haben. Und nächste Folge auch. Denn jetzt mache ich nächste Folge nur 3 Jahre, wenn ich diese Folge 4 mache. Hat ja keinen Sinn. Gute Zutaten brauchen keine Gewürze und gute Trainer keine Spielereien. Mach dich bereit. Na gut, Freundchen, wenn du schon so viel am Sprechen bist, dann muss jetzt auch mal ein bisschen einstecken hier. Ich bin vorbereitet mit einem Elektro-Pokémon, das dich komplett zerstören wird. Hast gehört? Ja, komplett zerstören. Bellybolt. Ist damit gemeint. Yay. Dieses geiles Ding. Aua. Danke fürs Aufladen. Du kriegst jetzt eine rein. Aquaschnitt. Hey, hör auf mich aufzustellen. Nochmal Dynamo, danke. Und nochmal ciao. Also wenn ich jetzt nicht jedes einzelne Bummel von ihm one-shotte, dann ist aber irgendwas falsch hier. Das müsste ja eigentlich passieren. Schlickdreh. Der Sound von Schlickdreh ist mir nie aufgefallen. Ach ja, und entfernt bitte nicht die Augen von Dickdreh, weil sonst sieht es ein bisschen zass aus. Aber mehr sage ich nicht. Und leider sterbe ich gleich, wenn ich nicht nächste Runde heile. Deshalb sollte ich das wahrscheinlich tun. Wäre nicht schlecht. Eventuell mache ich das. Pelipa! Pelipa, Pelipa! Da ist es ja vierfach effektiv mit Elektro. Und es nieselt. Nee, danke, du. Nee, danke, Kumpel. Schau mich schon erstmal. Wie lange das dauert? Komm, mach eine! Ich hab's doch verstanden. Okay, nochmal Dynamo. Mach mich halt noch stärker und du kriegst wegen Beulenhelm noch mehr Damage. Ganz ehrlich, Beulenhelm mit Bellybolt ist lustig. Ganz ehrlich, das ist wirklich lustig. Du lädst mich nicht nur auf, sondern du kriegst selber noch Damage. Und selbst wenn ich sterbe und ich mich nicht mehr aufladen kann, kriegst du trotzdem Damage. Denn so funktioniert nun mal Beulenhelm. Babadabam, Wummer. Wie er sich bewegt in dem Outfit. Guck mal. Ich hab keine Ahnung, ich laber. Also ich weiß, dass das Ding jetzt sterben wird von meinem Bett. Von einem anderen Pokémon von mir. Verdammt. Warum ist das so stark? Na gut.
Ich schätze, ich könnte Farigiraf mal reinwerfen in den Ring. Ding, 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 ding. Das Ding hält zwar vielleicht nicht so viel aus, aber es kann trotzdem reinhauen. Ne? Gott. Ich muss ehrlich sagen, Farigiraf ist nicht unbedingt ein starkes Pokémon. Trotzdem, ich habe gesagt, ich wollte es unbedingt im Team haben. Und ich habe es im Team. Also lass mich in Ruhe, ja? Ich bin selber schuld. Ich meine, das Ding sieht einfach super aus. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, letztes Viech. Hab vergessen, was es war, aber... es wird nicht leicht. Und wegen Überreste heile ich mich nochmal bis auf die Hälfte. Nice. Okay. Kravell. Keine Ahnung, was es war. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Hm? Boah, so schmecken mir Pokémon-Kämpfe am besten. Was haben die heute alle mit Essen? Ach, du warst Kravell. Ja gut, da bin ich sehr effektiv, ne? Kravell, Zeit für eine Terrorisierung. Sei frei und unbändig wie die Fluten. Naja, jetzt bin ich nicht mehr sehr effektiv, aber ich war sehr effektiv. Du, 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 du. Mir fällt erst jetzt auf, dass die Pokémon und die Trainer alle Umrandungen haben. So ganz leichte. Das ist mir nie aufgefallen. Im ganzen Spiel lang nicht. Oder es ist mir aufgefallen, nur ich habe es noch nie wirklich realisiert. Das ist eher. Ich habe es noch nie erwähnt, wirklich. Aber mir ist es schon aufgefallen, aber ich habe es noch nie wirklich realisiert. Wunderbar. Nice! Ich vergesse alles, was ich negativ über Farigiraf gesagt habe. Das Ding ist krass. Ja, komm. Ja, überrascht, ich weiß, bringt dir sowieso jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt erstes anders gewonnen. Let's go! Let's go! Let's go! Easy! Die Hälfte der Rematches geschafft. Und beim nächsten Mal kommt die andere Hälfte. Seid gespannt, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Oh yeah! Ein Sieg so klar wie Quellwasser. Du hast mich richtig unter Druck gesetzt. Kein Wunder, dass der Top-Champ so große Stücke auf dich hält. Was für ein toller Fang du doch bist. Eine reißende Strömung erfasst alles in ihrer Umgebung und hinterlässt bleibende Spuren, egal ob im guten oder schlechten Sinne. Das macht die Freude, die dir zur Seite steht, umso wichtiger. Deine jugendliche Energie war es für mich wie ein Jungbrunnen. Ich sprühe nur so vor Tatendrang. Du kannst Agaria ruhig ausrichten, dass der alte Kombo höhere Wellen schlägt als je zuvor. Bitte vergiss das nicht, ja? Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Bye, bye. Und ihr liked jetzt bitte das Video, ja? Habt ihr das nicht eine halbe Stunde lang das Video geschaut, ohne uns zu liken? Das geht nicht, ja? Das kann ich tun. Noch für die, die durchgeskippt haben. So, trotzdem liken. Okay? Danke. Bis zum nächsten Mal. Da gibt's noch Rematches.